Liebe Geschwister im Herrn, heute, nach fast 8 Monaten, komme ich dazu, um euch wieder eine Botschaft zu geben. Wie viele von euch wissen, war ich schwer an Krebs erkrankt. Und von ärztlicher Sicht her gab es für mich kaum Chancen. Ich konnte nicht operiert werden. Ich musste eine Chemo abbrechen, die ich nicht vertrug. Aber Bestrahlung, bis auf die letzten 2, machte ich durch. Aber Gott gab mir am Anfang das Zeugnis, du wirst leben. Und ich habe mich an sein Wort geklammert. Das ist so wichtig, sich an Herrn zu klammern in diesen Tagen. Wir müssen auf den Fels Jesu Christi gegründet sein, ihr Lieben. Ich habe 2012 eine Botschaft bekommen vom Herrn. Das ist schon eine Weile her. Es sind 8 Jahre her. Und ich habe nie geistliche Träume oder Erlebnisse im Schlaf. Der Herr redet so mit mir. Aber da hatte ich früh um 4 Uhr einen geistlichen Traum. Ich war in einer Versammlung, wo viele Geschwister drin waren. Das war in der Schweiz, wo ich ja jahrelang gepredigt habe. In Bern, in Thun, in Zürich, in Aarau, überall. Mit Bruder Schwab. Und Bruder Schwab ist längst im Himmel, aber Gott gab mir hier eine Botschaft. Und in dieser Botschaft ging ich hinein in diese Gemeinde und ging zum Rednerpult, um zu predigen. Und während ich ging, ging es in meinem Bauch herum und irgendwie sollte ich ein Lied singen. Und dann gab mir der Heilige Geist ein Lied in meinen Sinn und das Lied, der Text des Liedes hieß »Ein Fels in der Brandung ist unser Herr«. Das habe ich 3-mal wiederholt. Und eine Schwester im Schwarzwald hat, ich habe damals die Botschaft herausgegeben auf CD, und die hat die Melodie dazu gemacht. Warum sage ich das? Weil damals, 2011, 2012, gab es große Erschütterung in der Luft. Viele Menschen, viele Christen hörten Trompetenstöße, übrigens auch ich, original. Und ich habe dann Bilder gemacht und Bilder mir angeschaut von einem riesigen See. Beben wie ein Seebeben kam das über Europa, über Irland. Von Norwegen bis runter nach Portugal schlug es bis 30 Meter hohe Wellen an die Küste. Und ich musste so an das Wort denken, was in Lukas 21, 25 bis 28 steht. Und auf Erden Angst der Heidenvölker vor Ratlosigkeit bei dem Tosen des Meeres und der Wogen. Genau das war die Situation, damals schon, 2012. Und das ging monatelang. Da heißt es weiter, da die Menschen vor Furcht in Ohnmacht sinken werden und in Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn dies aber anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Nun, das ist ein Teil dessen, was wir erleben. Aber inzwischen, das habt ihr alle gemerkt, hier gehen Nationen, die Menschen fast auf der ganzen Erde durch eine Plage wie Corona, sie jetzt ist. Und das ist nicht nur die einzige Plage. Es gehen inzwischen sehr viele Plagen über die ganze Erde. Überall in allen Ländern gibt es schwerste Unwetter, ständige Erdbeben. In Alaska war vor 2 Tagen ein Erdbeben über 7,6 auf der Richterskala. In China, da hat es ein riesiges Unwetter zugeschlagen, wie es seit 100 Jahren noch nicht der Fall war. Und ich möchte heute mit euch darüber reden.
Ich möchte euch mitteilen, was Gott mir in mein Herz gegeben hat. Und ich bin davon erfüllt. Ihr Lieben, eins möchte ich von vornherein sagen. Lasst euch durch nichts niederschlagen und entmutigen. Gott ist nicht ein Gott, der entmutigt, sondern ermutigt. Er ist der Fels, auf den wir, du und ich, gegründet sein muss, wenn die Wellen kommen, wenn das Meer dagegen anbrandet, so wie jetzt die Seuchen und die Plagen über die ganze Erde kommen und anbranden. Ihr Lieben, ich habe so eine Anbrandung der Krankheit hinter mir. Ich habe 1,5 Liter. Es war eigentlich kein Blut, aber es war richtiges. Das war wie geronnenes, festes Blut und Klumpen habe ich ausgespuckt. Das war noch im Dezember. Da brach ich den Krebs raus und ich musste dann doch noch in diese Behandlung gehen. Und Gott sagte es, du wirst ein Zeugnis sein. Und ich habe in dieser Zeit, während es mir schlecht ging und ich kaum noch reden konnte, weil ich Astronauten-Food aufnehmen musste. Ich konnte nichts mehr essen. Ich konnte ein paar Wochen überhaupt nicht mehr sprechen. Ich habe nur noch 62 Kilo gewogen, aber ich habe nicht aufgehört, wenn ich in die Behandlung fuhr, in die Bestrahlung, mit den Taxifahrern oder mit anderen Leuten über Gott zu reden. Und in der Zeit haben sich 12 für Jesus entschieden. Und ich habe ihnen Bibel gegeben. Einige wurden geheilt. Ihr Lieben, Gott hat mir aufs Herz gelegt, euch das zu sagen, wenn ihr durch Nöte geht, auch Krankheitsnöte, hört nicht auf, seine Zeugen zu sein. Er wird euch sehr wohl belohnen. Amen. Und nun möchte ich euch etwas sagen. In der Vorbereitung dessen, was ich jetzt in letzter Zeit geschrieben habe, ich habe gerade vorgestern eine Broschüre wieder in die Druckerei gegeben und diese Broschüre, die hatte ich schon drucken lassen zum Teil und jetzt verändert, weil es geht um die Plagen, die über die Erde kommen. Und die heißt, wenn Gottes Gerichte die Erde treffen, lernen die Bewohner der Erde Gerechtigkeit. Das geht hier um die geostatischen Beben, biblische Plagen aller Art kommen. Und ich möchte euch ganz klar sagen, das sind Gerichte Gottes. Ich möchte zurückgehen auf einen Besuch auf der Insel Patmos im Jahr 2004. Da hatte ich stark Gott erlebt, er sandte mich dorthin, gab mir eine Botschaft und ich druckte die auch, ich ließ sie verbreiten. Und die ist auch bei mir noch erhältlich. Als ich dann am 17.05.2004 bei schönstem Wetter runter an die Anlegestelle ging, ich kam mir mit einem Schiff und fuhr mit dem Schiff wieder zurück im Hafen, war plötzlich eine Wolke, eine ganz dunkle, finstere Wolke über die ganze Insel, die nur 16 Kilometer lang und knapp 3 Kilometer breit ist an seiner breitesten Stelle. Ich bekam Angst und ich sagte, was soll das sein, Herr, was willst du mir da noch sagen? Und er sprach zu mir. Und er sagte, die Wolke, die du siehst, ist ein Zeichen des kommenden Gerichtes über die Erde. Und dann sagte er später zu mir, ich habe immer zu meinen Kindern geredet, aber viele wollten nicht hören. Ich bin darüber sehr betrübt. Und dann sagte er diesen Satz, ich habe das niedergeschrieben, nun werden meine Gerichte die Erde treffen und die Engel stehen bereit, sie auszuführen. Mein Volk, in dessen mein Geist ist, ich rufe euch zu, lasst euch von mir und meinen Geist reinigen, denn ich komme mit Feuer, um euch von euren Schlacken zu befreien. Es ist die letzte Stunde meiner Gnade. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Lasst ab von euren Aktivitäten und kommt in meine Gegenwart, werdet still und kommt zur Ruhe, damit ich euch zubereiten kann. Das ist geschehen. Ich habe das geschrieben, ich habe das gedruckt, verteilt, aber ich habe nicht dran gedacht, wie schnell Gott sein Wort erfüllt. Am 26. Dezember 2004
kam dieses erste Gericht, was er mir angekündigt hat. Und das habe ich hier in Wikipedia in der neuen Broschüre von 2004 übernommen. Da ging es um das Erdbeben im Indischen Ozean, das Sumatra-Andamanen-Beben, so wie es dort genannt wurde. Und da wurden über 230.000 Menschen getötet. Allein 165.000 Menschen kamen in Indonesien um. Und über 110.000 Menschen wurden verletzt. 1,7 Millionen Küstenbewohner rund um den Indischen Ozean wurden obdachlos. Ihr wisst, es war damals das Ereignis. Aber das war eines der ersten großen Gerichte. Und Gott hat es mir gesagt. Aber ich habe es einfach nicht beachtet. Und jetzt im Dezember 2019 sprach der Herr wiederum zu mir. Und er sagte mir ein Wort. Ich habe es einigen Geschwistern geschickt in Rundbriefen, weil ich konnte ja nicht mehr predigen wegen meiner Stimme. Ihr hört übrigens, dass meine Stimme sehr, sehr rau ist. Ich weiß nicht, woher das kommt. Kommt das durch die Bestrahlung? Ich habe gebetet, aber ich vertraue Gott, dass er mir die Stimme wieder vollkommen herschenkt. Denn ich bin ja von ihm geheilt. Also entschuldigt, wenn ich nicht so eine tolle, klare Stimme habe. Aber ich werde das Wort verkündigen. Der Herr sagte zu mir im Dezember, kommt zu mir, lasst ab von eurer Unruhe und werdet still vor mir, denn die Trübsal steht vor der Tür. Und da wusste ich, und er offenbarte mir, dass die kleine Trübsal ja zuerst kommt. Und jetzt möchte ich zu diesen Gerichten kommen. Die Gerichte kommen wie die Wehen einer Frau. Ich habe ja viele Kinder und ich war bei einigen Geburten dabei. Und bei einer Hausgeburt auch. Ich habe das miterlebt, wie meine Frau die Presswehen bekam. Und ihr Lieben, ihr wisst, die meisten von euch wurden gelehrt, wir brauchen nicht durch die Trübsal gehen, denn die Entrückung kommt vorher. Aber das ist überhaupt nicht in der Bibel im Neuen Testament verankert. Das stimmt nicht. Der Herr sprach ganz deutlich darüber, von den Wehen, die kommen werden in jener Zeit. Ich lese hier Matthäus 24, 7. Da sagt er unter anderem, denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben, ein Königreich gegen das andere, und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Und jetzt sagt er im Vers 8, dies ist alles erst der Anfang der Wehen. Und im Vers 9 kommt, dann, also die Folgeerscheinung, nach den Wehen, wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten, und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern, um meines Namens willen. Und ihr Lieben, das mit diesem Hass, das ist, hat sich ja schon bereits manifestiert in China. Ich habe darüber schon vor 1,5 Jahren eine Zusammenfassung geschrieben und eine kleine Schrift herausgegeben, die habe ich für Fürbitter geschrieben und die informiert. Die Broschüre heißt Chinas Drache, erhebt sich gegen Gott und verfolgt seine Kinder. Ich habe alles als ehemaliger Zeitungsmann festgehalten, was ein italienisches Magazin, das sich um die Verfolgten, Christenverfolgten in China kümmert, darüber geschrieben hat. Das kam alles direkt von China und habe es festgehalten, ihr Lieben. Und wenn ich das mit euch durchgehe, dann werdet ihr sehen, warum diese Gerichte überhaupt kommen. Und ich möchte das mit euch durchgehen. Wir müssen einmal uns fragen, woran erkennt man überhaupt biblische Plagen? Das sind jetzt nun ja nicht die Folgen des normalen Klimawandels, sondern es sind klare Zeichen von Gottes Strafgericht. In Hesekiel 26, 19
So spricht Gott der Herr, wenn ich dich zu verwüsteten Stadt mache, gleich den unbewohnten Städten, wenn ich die Flut gegen dich aufsteigen lasse und die großen Wasser dich bedecken. Ihr Lieben, das geschieht momentan in China. Wusstet ihr das? Aber ich möchte euch auch heute sagen, warum diese Plagen, diese Gerichte nach China und über die ganze Erde kommen werden. Das ist ein Fakt, ihr Lieben. Der Auslöser für diese Plagen, das habe ich hier auch niedergeschrieben, das war die Christenverfolgung, die in China angefangen hat. Das war ja schon beim Boxeraufstand um das 19. Jahrhundert, kamen über 28.000 Gläubige um. Sie warteten damals vergeblich auf die Entrückung und sie wurden getötet. Die zweite Christenverfolgung geschah in den 60er Jahren durch Mao Zedong, das wissen wir auch. Und nun die dritte Verfolgung kam durch den jetzigen Staatsführer Xi Jinping, der übrigens von der Kommunistischen Partei Chinas 2017 feierlich wurde er geehrt und wurde als gottgleich hingestellt. Sie schrieben, wir ernennen dich heute zum Gottgleichen, aber die Partei steht über dir. Das heißt, Xi Jinping wurde von der Kommunistischen Partei als Gott erhoben. Und er hat sich damals aufgemacht, ab 2017, 18, 19, die Gemeinde Jesu zu verfolgen. Und ihr Lieben, das war ein Horror, was da geschehen ist. Und ich möchte hier nur ein paar Zeilen wiedergeben. 2018 bereits war es der Plan der Kommunistischen Partei in China, die Hauskirchen sollen binnen innerhalb 2 Jahren vollkommen ausgelöscht werden. Das war der Auftrag. China entpuppte sich gerade 2019 zum weltgrößten Überwachungsstaat. Er setzte überall Kameras ein, Gesichtserkennungskameras, und mit diesen Kameras, er wollte, dass ganz China bis zum Jahr 2020 mit 626 Millionen Videokameras vollkommen überwacht wird. Und diese Kameras wurden übrigens auch nach Europa verkauft. Was geschah dann? Ich habe das hier zusammengefasst und ich möchte stichpunktartig euch vorlesen. Einmal, jedes Mitglied der Kommunistischen Partei wurde von Präsident Xi verboten, unter Strafe, schwerer Strafen, dass sie je eine Zugehörigkeit zu einer Religion ausüben. Sie durften auch schon gar nicht die christliche, weil die hasste er. Er ließ in diesem Zusammenhang 26 neue Gesetzregeln aufstellen, die alle christlichen Aktivitäten verboten, die nicht von der Verwaltung für religiöse Angelegenheiten genehmigt wurden. Christen wurde unter Strafe verboten, Bilder von Jesus und Kreuzen in ihren Kirchen und Häusern aufzuhängen. Christen sollten dagegen Bilder vom Staatspräsident Xi aufhängen und ihn als ihren Führer huldigen und anbeten. Pastoren zwang man, ein parteigemäßes zugeschnittenes Evangelium zu predigen. Bibeln wurden verboten im ganzen Land und beschlagnahmt. Die 10 Gebote wurden in Kirchen und Häusern abgerissen. Das erste Gebot wurde verboten, welches heißt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Die Leute wurden verfolgt und eingesperrt, wenn sie sich nicht nach diesem Gebot, wenn sie sich nicht daran hielten. Die Partei verlangt, dass sie allein als Gott bezeichnet wird. Die Partei duldet die Grundlehren des Christentums nicht. In Kirchen und Hauskirchen
wurden Überwachungskameras installiert. Allein in der Provinz Henan wurden 84 christliche Versammlungsstätten geschlossen. In Wuhan, übrigens in der Stadt, in der der Coronavirus ausbrach, wurden die ersten Kreuze von den Kirchen abgerissen und Kirchen abgerissen. Inzwischen wurden alle Kreuze von Kirchen und Hauskirchen abmontiert. Xi Jinping hasst Kreuze, sagt da einer, der Aufseher. Landesweit wurden dann im Laufe von 2 Jahren 5.500 Kirchen zerstört und alle Hauskirchen geschlossen. Christen wurden gefoltert und ins Gefängnis geworfen. Pastoren werden und wurden misshandelt und getötet. Und wenn wir all diese Dinge lesen, und ich habe noch nicht mal alles erzählt, sollte Gott da schweigen? Über wen kommen die Gerichte? Sie kommen ganz klar nicht über die Gottesfürchtigen. Das möchte ich euch sagen. Gottes Gerichte sind für unbußfertige Gottlose bestimmt, aber nicht für Gottesfürchtige. Zum Beispiel, da muss man wissen, was geschieht jetzt überall in China. Das, was da nach China kommt, es trifft ja alle diese Dinge. Hier, ich möchte das mal lesen, wie das Gericht Gottes aussieht. Das habe ich jetzt beobachtet vom Juni bis Juli. Und heute ist der 24. Juli. Und wenn ihr heute Nachrichten schaut, dann merkt ihr, dass 87% des Landes überschwemmt ist. Das ist ein blanker Horror. Denkt daran, dass die ganzen Ernten vernichtet sind. Dass selbst die Menschen, die in den vielen Hochhäusern wohnen, können nichts mehr einkaufen gehen, weil die Straßen bis 2 Meter überflutet sind. Über 40 Tage dauern bereits die Regenfälle an. 433 große Flüsse traten über die Ufer und verursachten zusammen mit dem riesigen Yangtze-Fluss riesige Überschwemmungen. Der Drei-Schluchten-Staudamm steht vor seiner größten Belastungsprobe überhaupt. Und viele haben Angst, wenn dieser Staudamm bricht. Sollte er brechen, so sind ca. 400 bis 500 Millionen Anwohner des Yangtze und die daneben stehenden Megastädten wie Shanghai davon unmittelbar betroffen. Inzwischen sind 40 Millionen Menschen von dieser Jahrhundertkatastrophe betroffen. Zusätzlich treffen viele andere Plagen ein, nämlich wie Tornados. Viele wussten nicht, dass Tornado ein Gericht Gottes sind. Es sind die Wirbelstürme, Hagelstürme, Seuchen, hunderte massive Erdrutsche in ganz China, Schlammlawinen, viele Erdbeben inzwischen. Fast täglich, Schrecknisse und Zeichen am Himmel. Ich sah ein Video, und das ist sehr, sehr interessant, von 1,5 Minuten Dauer. Das siehst du in der Provinz Sichuan. Aber hunderte Menschen stehen auf einer Anhöhe von vielleicht 600 bis 800 Metern. Und da hören sie Geräusche am Himmel, ein furchtbares Geräusch. Und sie haben angstverzerrte Gerichte. Es sind verzerrte Posaunenstöße, ganz laut. Also unmittelbar laut, es sind die Gerichtsposaunen Gottes. Die Menschen vergehen vor Angst. Zusätzlich wird mit einem neuen Virusausbruch durch die Schweinegrippe und Heuschreckenplage gerechnet. Wusstet ihr, dass inzwischen seit 2 Jahren, anfangend in Afrika, in Kenia, in Somalia, und das geht bis rüber, also Äthiopien, Pakistan, Indien, Bangladesch bis China, in 17 Ländern der Erde hat jetzt die Heuschreckenplage einen neuen Ausbruch erlebt. In 17 Ländern der Erde. Ihr sagt natürlich, ihr Bruder, beständig, das interessiert uns ja nicht, uns trifft's ja nicht. Aber ihr Lieben, es kommt über die ganze Erde, weil diese Erschütterungen, ich spreche von Wehen, über die ganze Erde kommen. Bei den Kindern Gottes. Sie sollen schwanger mit Gott sein und es soll in ihnen der Überwinder geboren werden. Der Überwinder durch den Heiligen Geist. Das ist eine Sache, warum zum Beispiel Gott auch Corona zugelassen hat.
damit die Menschen jetzt ihn persönlich suchen, damit sie sich Zeit nehmen für ihn, Zeit haben für ihn. Ruft mich an in der Not, sucht mich und ihr werdet leben. Und die schönen Tage sind vorbei, ich möchte euch das ganz klar sagen. In der inneren Mongolei trat vor 2 Wochen die Beulenpest auf. Chinesische Behörden bestätigten den Fall dieser Beulenpest in der Stadt Baiyanur. In Peking kam es überall zu Hagelstürme. Erdbeben von der Stärke bis 5 ereignet sich landesweit. Allein 12 Erdbeben geschahen innerhalb einer Woche. In 27 Provinzen Chinas sind weitere Überschwemmungen verzeichnet. Mehr als 30.000 Häuser wurden zerstört. China wird heimgesucht und sie sprechen auch offen darüber, ihr Lieben. Und deshalb denkt an das Wort, warum es geschieht. Es geschieht so, wie Jesaja 26, 8 bis 10 prophezeit hat. Da steht, und es Jesaja schrieb das vor 3000 Jahren, auch auf den Weg deiner Gerichte, Herr, harrten wir auf dich, auf deinen Namen, und dein Gedenken war das Verlangen der Seele gerichtet. Meine Seele verlangte nach dir in der Nacht. Ja, mein Geist in mir suchte dich. Denn sobald deine Gerichte die Erde treffen, lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit. Wird aber den Gottlosen Gnade erwiesen, so lernt er nicht Gerechtigkeit. In dem Land, wo Ordnung herrscht, handelt er verkehrt und er sieht nicht die Hand des Herrn. Ich möchte jetzt nochmal zurückgehen. Warum kommen Gottes Gerichte auf die Erde treffen? Die Antwort auf die Frage lässt sich von der Bibel her beantworten. Erster Punkt, ich zähle 4 Punkte aus. Aus Mangel an Erkenntnis Gottes. Warum? Weil die Menschen die Erkenntnis Gottes verwarfen und ihre unzulängliche Menschenweisheit über Gottes Weisheit stellten. Das sagt Psalm 53, 2, auch in anderen Psalmen übrigens. Der Narr sagt, es gibt keinen Gott. Nun, der chinesische Präsident und die kommunistische Partei, die um die 600 Millionen Menschen fasst, sagen, es gibt keinen Gott. Was sind sie dann? Zweiter Punkt. Aus Mangel an wahrer Gottesfurcht kommen Gerichte Gottes. Psalm 36, 2 sagt hierzu, es sinnen die Übertreter auf gottloses Treiben im Grund ihres Herzens. Es ist keinerlei Gottesfurcht bei ihnen. Das ist der wunde Punkt. Punkt 3. Weil sie Gott und sein Gesetz verworfen haben. Jeremia 6, 19 sagt dazu, höre es, Erde! Siehe, ich bringe Unheil über dieses Volk, die Frucht ihrer Gedanken, denn auf meine Worte haben sie nicht geachtet und mein Gesetz, das haben sie verworfen. Und jetzt der 4. Punkt. Weil gottlose Machthaber Gottes Volk verfolgen und töten. Das ist die Christenverfolgung. Ich habe euch vorhin darüber über die Pläne von Xi Jinping und der Partei berichtet. Also, da möchte ich euch jetzt noch einmal was sagen über Tornados. Das glauben viele nicht. Aber hier spricht Jeremia 23, 19 ganz klar, dass es ein Gericht Gottes ist. Denn er sagt, siehe, ein Sturmwind des Herrn, sein Grimm ist hervorgebrochen, ein wirbelnder Sturmwind, und das ist ein Tornado, auf den Kopf der Gottlosen wirbelt er herab. Dasselbe wiederholt der Prophet in Jeremia 30, 23. Siehe, ein Sturmwind, ein wirbelnder Sturmwind, auf den Kopf der Gottlosen wirbelt er herab. Strafrichter Gottes beinhalten also alle gesammelten Bosheiten, die letztlich selbst verschuldet als schmerzhaftes Strafgericht, und jetzt kommt das Wort, Gott lässt die Bosheit auf ihren Kopf zurückfallen. Ich erinnere mich, in den 90er Jahren fuhr ich mit dem Auto von Deutschland her in die Schweiz runter nach Bern und sagte, Herr, was soll ich predigen? Und in dem Moment habe ich während dem Fahren eine Vision. Ich sehe eine dunkle Wolkendecke, darüber alles Licht, das den Thron Gottes symbolisiert. Und dann sagte ich, Herr, was ist in dieser dunklen Wolkendecke drin? Und dann sagt er mir, da ist die ganze Bosheit der Menschen, die ich
zu meiner Zeit auf ihren Kopf zurückfallen lasse. Ich habe damals darüber gepredigt, und genau das ist der Punkt. Es gibt also, das Maß muss voll werden, das Maß der Bosheit. Dann lässt du die Bosheit auf den Kopf der Gottlosen zurückfallen. Er hat keinen Gefallen daran, aber wir lesen, dass diese Strafgerichte, lesen wir auch in Richter 9,57. Hier sagt der Herr über die Männer von Sichem, weil sie sehr boshaft waren, und die ganze Bosheit der Männer von Sichem ließ Gott auf ihren Kopf zurückfallen. Und das ist eine Warnung auch für Kinder Gottes. Gott schaut uns, er sieht uns und er beobachtet uns. Und wenn wir nicht umkehren von aller Bosheit, von all den Werken des Fleisches, die wir vollbringen und ans Kreuz gehen, dann werden wir Probleme haben. Da kommen auch wir unter Gericht. Obwohl die Gerichte sind nur für die unbußfertigen Gottlose bestimmt, nicht für die Gottesfürchtigen. Und Gott hat keinen Gefallen am Tod des Gottlosen. In Hesekiel 33,11 beauftragt Gott den Propheten Folgendes: Sage zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht der Herr, Herr, wenn ich Gefallen habe am Tod der Gottlosen, wenn nicht vielmehr daran, dass der Gottlose von seinem Weg umkehrt und lebt, kehrt um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr denn sterben? So sagt er zu Israel. Ihr Lieben, wir sehen also, was da, und das ist erst der Anfang. Um es so zu sagen, wir befinden uns jetzt im Anfang der Wehen. Und es kommt über die ganze Erde, wie bei einer schwangeren Frau, die vor der Geburt steht. Das heißt, die Wehen müssen zunehmen. Ihr Lieben, denkt mal darüber nach. Wenn ihr Frauenzeit und Kinder geboren habt, dann wisst ihr, über was ich rede. Und die Wehen, die werden schmerzhaft. Im Buch der Offenbarung lesen wir von einer Frau, das symbolisiert Israel, die schwanger war und ihren Wehen schrie. Sie war umgeben mit 12 Sternen, symbolisiert Israel. Sie war bedeckt mit Licht, mit dem Herrn, und unter ihr war der Mond, das Symbol für die Moslems, die ja den Halbmond auf ihren Moscheen haben. Und sie schrien Geburtswehen. Und ihr Lieben, und der Herr sagte mir, genauso will ich, dass meine Kinder, wir alle, die ganze Erde liegt in Geburtswehen. Und in Römer 8 heißt es, und sie warten auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Es muss das, was Gott in uns hineingelegt hat, seinen Samen, sein unfehlbares Wort, das braucht Raum. Gott in uns muss zunehmen. Jesus in uns muss zunehmen. Wir müssen im Herrn gegründet, fest gegründet sein, auf dem Fels. Dann werden wir nicht stürzen. Es langt nicht, einfach am Sonntag in die Predigt zu gehen. Es ist unser Leben, das wirklich von Gottes Geist durchdrungen sein muss, damit wir das Zeugnis haben, über das ich schon seit Jahrzehnten predige. Wir müssen von oben geboren sein. Du brauchst das Zeugnis in dir. Meine Heimat ist im Himmel. Und ich will Frucht bringen für den Herrn. Und der Herr sagt, ihr sollt Frucht bringen. Darum geht es. Und ich habe gesagt, Herr, du hast jetzt meine Tage verlängert. Und solange ich lebe, möchte ich dir von Herzen dienen. Ich möchte dir meinen Geist, meine Seele, mein Leib zur Verfügung stellen. Und ihr Lieben, ich kann nicht auf das zurückschauen, was ich einst getan habe, wo ich ja viele tausende Menschen zum Herrn führen durfte als Straßenevangelist. Oder die Zeichen und Wunder, die ich erlebt habe. Ich bin selber durch Krebs hindurchgegangen, zweimal, und wurde geheilt. Und ihr Lieben, egal wo wir durchgehen und wo du durchgehst, ich weiß, meine Botschaften wollen nicht gerne so viele hören, aber es ist die Wahrheit. Es geht nicht um mich. Ich will transparent sein. So wie ich in der Familie bin, will ich auch das Wort predigen draußen. Meine Frau, meine Kinder, die alle beobachten mich. Wir können keine Scharlatanerie treiben. Wir brauchen nicht Erfolgsprediger zu sein. Der Herr sagte zu mir einst, mein Sohn, ich wache nicht über alles, ich stehe nicht zu allem, was ihr predigt, aber ich wache über mein Wort. Predige mein Wort, sage mein Wort, das hat Kraft, Menschen zu verändern. Und es ist die Stunde, dass
du aufstehst, dass du weißt. Und ich möchte noch etwas sagen, was ich schon vor Jahren vom Herrn gelernt habe. Ich habe mich sehr viel mit den Gerichten Gottes befasst und habe gesagt, Herr, warum denn nur Gerichte? Und der Herr hat mir aufgrund der Schrift im Alten Testament und im Neuen klar gezeigt, Gericht und Gnade gehören zusammen. Die Gerichte haben eigentlich nur einen Sinn, auszuführen, die Umkehr der Menschen zu Gott zu bewirken. Dass dann im Buch der Offenbarung die große Drangsal, die kommt, die wird so schlimm sein. Der Herr hat ja gesagt darüber, wenn er die Tage nicht verkürzen würde, wird nicht mal die Außerwelten gerettet. Da kommen wirklich, da gibt es Millionen Tote. Ein Drittel der Menschheit wird sterben. Und ihr Lieben, was jetzt in China ist, sollte für uns alle eine Warnung sein. Und ich bete für die. Ich bete für China seit Jahren für Asien. Verschicke Bibeln dorthin nach Asien. Überall hin. Ich sag, Herr, ich will mit den Pfunden wuchern, die du mir gegeben hast. Und der Herr hat mir noch etwas aufs Herz gelegt. Wiederherstellung. Ihr Lieben, hört jetzt gut zu. Es geht um deine Wiederherstellung, dass Jesus in dir groß wird. Wenn du dich jetzt in einer Krankheitsphase befindest, dann geh hin und tue Buße. Echte Buße, echte Umkehr. Sag, Herr, hilf mir. Ich habe Dinge falsch gemacht, aber ich will ans Kreuz gehen. Ich will mein Fleisch ans Kreuz abgeben. Denn ohne Kreuz gibt es nicht wirklich eine Erlösung. Satan hat so viel Macht. Ich erinnere mich, wo ich vor Jahren, ja, es sind 17 Jahre her, habe ich in einem Land gepredigt, in einer Gemeinde, er war mit ihnen auf der Straße in ihrer Stadt, um Menschen für Jesus zu gewinnen. Und Gott tat Menschen dazu, wurden auf der Straße gerettet. Moslems wurden gerettet, wurden geheilt. Und als ich dann mit dem Pastor in die Gemeinde kam, um zu predigen, Schulung für Evangelisation, bin ich erstarrt. Was war da los? Die Leute tanzten. Sie spielten Tanzmusik auf den Harmonium und tanzten Tango und Walzer. Ich war früher, als ich nicht Christ war, Disc-Jockey in einen Nachtclub, in einen großen Nachtclub, und hab da Platten aufgelegt, Rock'n'Roll und alles, und Bob. Ihr Lieben, ich war erschüttert. Das war eine Pfingstgemeinde. Und ich sollte predigen. Und ich war wie erstarrt. Ich sagte, Herr, ich kann nicht predigen, bitte hilf mir. Und da sah ich eine Vision, das weiß ich heute noch, das habe ich nie mehr vergessen. Ich sah Satan, wie er vor Jesus stand. Und er schaute Jesus an und sagte, Herr, du hast mich am Kreuz besiegt. Aber schau nun deine Kinder an. Diese gehorchen dir nicht. Sie leben, wie die Welt lebt. Gib mir Macht über sie. Jesus schaute ihn ernst an und dann sagte er, es ist dir erlaubt. Und wisst ihr, was dann geschah? Da war eine große Unruhe. Ich habe diese Prophetie den Pastoren gesagt, waren vier Pastoren da und vielleicht 160, 170 Personen. Und ich sagte, glaubt ihr, dass diese Offenbarung vom Herrn ist? Und da war erst eine Stille und dann kam es zögernd, ja, es kann sein. Ich habe da nicht mehr gepredigt. Nach einem über Dreivierteljahr oder fast in einem Jahr traf ich meinen Übersetzer, meinen damaligen Übersetzer. Und ich sagte ihm, du, wie geht es dieser Gemeinde in dieser Stadt? Sagte er, ja, weißt du das nicht, Dieter? Sei, nein. Sagte, die Gemeinde ist hinten nach vollkommen auseinandergebrochen. Warum? Weil sie Feinde des Kreuzes Christi sind. Denk daran, nicht nur Xi Jinping, der Führer Chinas, ist ein Feind des Kreuzes. Nicht nur die kommunistische Partei. Das Problem ist, dass viele Christen, die sich wiedergeboren nennen, das Kreuz nicht mögen. Es wird auch gelehrt. Du brauchst das Kreuz nicht mehr nehmen. Jesus hat's getragen, das ist genug. Ihr Lieben, lasst uns aufwachen. Wir sind in dieser Zeit und ich sage euch wirklich, es ist jetzt Trübsalzeit. Sie wird kommen.
Sie wird kommen, Schlag auf Schlag, weil die Wehen nicht zurückhalten, die der Herr angekündigt hat. Und sie führen letztlich in die Presswehen. Aber Gott will, dass sein Leib aufsteht, dass sich seine Kinder nicht fürchten, wenn die Drangsal kommt. Wir müssen in ihn geborgen sein, und Gott will noch etwas. Er will uns sogar in dieser Trübsal für andere gebrauchen, weil jetzt die Menschen in der Welt, ihr beobachtet es überall, ich habe mit Menschen gesprochen, ich habe meine Broschüren verteilt, die ich auch euch zugeschickt habe. All diese Broschüren über den Klimawandel, ich habe tausende verteilen lassen und auch die andere, jetzt wenn Gottes Gerichte die Erde treffen und die andere auch vom Waldsterben. Das Waldsterben folgen des Klimawandels, das geht ja für Kinder Gottes, die Narzissten sind, die wie Bäume praktisch ohne Laub dastehen. Ihr Lieben, wir können es uns nicht leisten, Narzissten zu sein. Wir sind die Pflanzung des Herrn. Und als Pflanzung des Herrn sollen wir an dem Wasser feststehen und gewurzelt sein. Und wenn die Hitze kommt, wird sie uns nicht schaden. Wo stehst du? Wo stehst du geistlich jetzt? Bist du im Herrn gegründet? Bist du an den geistlichen Wassern? Empfängst du lebendiges Wasser, um es weiterzugeben? Jetzt ist die Stunde aufzuwachen, bevor es zu spät ist. Es ist die Stunde der Wiederherstellung. Ich erlebe, wie Gott Leute, die gebunden waren, frei macht, nachdem ich mit ihm gebetet habe. Weil Gott ist nicht ein Gott, der jetzt uns kaputt gehen lässt, wenn wir Fehler gemacht haben. Er will uns wieder aufrichten, aber will uns reinigen. Ich habe in den letzten Jahren wiederholt immer wieder Malachi 3 gepredigt. Viele haben gesagt, wir können es nicht mehr hören, aber lies mal Malachi 3. Er kommt wie im Feuer, um seinen Tempel zu reinigen. Ich habe noch etwas gepredigt, als vor 2 Jahren Gottes Gericht über Kalifornien kam. Und es wurde ein Landteil von Kalifornien, das ja in vielen Tälern und Hügeln, viel Wald, da brannten die Wälder ab. Ein stetiger Wind von oben kam, ein Sturm. Und die Feuerflammen fraßen ein Gebiet, das fast doppelt so groß war wie das Ruhrgebiet. Wurde alles verbrannt. Das Gericht Gottes traf Kalifornien. Und der Herr gab mir damals die Bibelstelle in Hosea, wo es heißt, In ihrer Drangsal werden sie mich suchen. Und ihr Lieben, die Drangsal kommt, die Trübsal kommt. Darum steh auf, lass dich nicht entmutigen, schau auf den Herrn, hab Zeit für den Herrn. Gott will dich hier noch gebrauchen, er will dich gebrauchen als ein Zeuge, als ein mutiger Zeuge, denn die Menschen vergehen vor Angst, die haben keine Hoffnung weit und breit. Ein Bruder rief mich die Tage an, der meine Broschüren verteilt, er sagte, Dieter, glaube mir, ich habe überall offene Türen. Die Leute sind offen dafür. Sie erkennen das. Ja, Klimawandel, das trifft jetzt ein. Ihr wisst doch alle und auch ich, dass auch der Klimawandel von Menschen gemacht ist. Und der Herr sagt, er wird die verderben, die die Erde verderben. Aber jetzt kommen Gottes Gerichte und sie werden immer stärker. Darum lass du dich reinigen. Der Herr will dich ja nur reinigen von jeder Befleckung des Geistes und des Fleisches. Und er will in dir stark werden. Gib ihm Raum, gib ihm heute Raum. Heute ist ein neuer Tag. Heute ist ein Tag der Wiederherstellung. Lass es bei dir anfangen. Ich spüre jetzt die Gegenwart Gottes. Danke, Heiliger Geist, dass du da bist. Berühr die Hörer gerade jetzt. Herr, lass sie aufstehen aus ihrer Schwachheit. Lass sie aufstehen aus ihrer Mutlosigkeit, aus ihrer Resignation. Werdet frei in euren Geist von jeder Angst, Menschenfurcht, Resignation, Gleichgültigkeit, Lauheit, Trägheit, Lähmung. Steh auf. Gemeinde Jesu, steh auf, Gemeinde Jesu, es ist Stunde der Herr der Wiederherstellung, inmitten der Gerichte haben wir nach dir verlangt. Und in Jesaja 26 heißt es auch, ich habe damals vor 20 Jahren oder 30 Jahren darüber in der Schweiz gepredigt, in einem Bibelwerk, in einem großen, und da war diese Predigt, die hieß, Wir gingen schwanger, wir wandten uns, aber Rettung verschafften wir dem Lande nicht. Ihr Lieben, seid nicht schwanger mit Unheil, seid nicht schwanger mit den Dingern eurer Welt. Was kann ich noch kaufen, was kann ich noch brauchen? Du wirst alles verlieren, so wie die Leute in China, Haus und Hof, ihr Leben fast verlieren.
Gewinne Jesus, dann gewinnst du sein Leben. Herr, ich danke dir, du segnest dieses Wort gerade jetzt und berührst sie durch deinen Geist. Du wachst über dein Wort, um es auszuführen. Amen, Amen, Amen.